Hallo meine Lieben und willkommen zurück im Frauenknast, im Arschen Frauenknast in Prison Architect. Ja, was machen wir diesmal? Ich würde sagen, wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben, im Prinzip mit unserem neuen Trakt. Geld, naja, täglicher Cashflow. Geile Sache, 30.000 stimmt natürlich nicht. Ist natürlich hier jetzt durch die ganzen Nummernschilder und durch das ganze Holz ist das natürlich jetzt ein bisschen die falsche Zahl, die hier steht. Aber das wird sich noch anpassen. Können wir mal kurz reinschauen. Ja, das sind nämlich da hier 30.000, das sind diese Exporte. Ich meine, wir werden jeden Tag Exporte haben, jetzt in Zukunft wahrscheinlich, sehr sicher. Aber halt nicht in dem Ausmaß, nicht mit 30.000. Das war jetzt einmal der große Verkauf und das war's. Okay, lassen wir mal ein bisschen, würde sagen, ein bisschen Tempo können wir rücklaufen lassen. Da wird fleißig jetzt Zeug gesammelt, gefunden. Und wir ein bisschen Geld haben wir, die 1000 können wir ja ausgeben, derweil, und zwar hier blinkt alles so wunderbar. Ups, das war jetzt irgendwie seltsam. So, und zwar, wir müssen hier rein. Die Frage ist, sollen wir hier rein? Aber ich würde sagen fast, ja, kommt's. Aber ja, wir fahren hier durch. Einmal einen schönen kleinen Kreis. Und kleines Rohr. So, was haben wir noch geldmäßig? 1100. Schauen wir mal, ob es reicht. So, wir haben auf jeden Fall hier die Linie. Und hier diese Linie. Ups. Okay. Die haben wir mal gebaut. Und dann werden wir einfach mal, fangen wir mit den Toiletten an, hätte ich gesagt, jetzt. Weil, warum nicht? Es ist eigentlich relativ egal, mit was wir anfangen. Es muss sowieso alles fertig werden, damit wir den... Oh ja, jetzt ist aus. Damit wir den Trakt hier verwenden können. Also da muss sowieso was passieren. So, Exporte. Natürlich könnten wir die jetzt manuell hier verkaufen. Aber ich denke, das werde ich jetzt nicht machen, sondern die sollen das ruhig irgendwann, wenn es fertig ist, werden sie es schon hierher bringen. Und dann werden sie es schon abholen. Gut, dann heißt es jetzt ein bisschen warten. Können uns ja derweil mal überlegen. Oder ihr könnt es mit mir mit überlegen, quasi. Was wir denn so als nächstes angehen? Also ich würde sagen, wir werden jetzt auf jeden Fall die hier voll machen mit Zeug, was halt notwendig ist für die Zellen. Wir werden den fertig machen. Denk, wir werden den Hof hier fertig machen, auf jeden Fall noch. Das macht schon Sinn. Da brauchen wir, den werden wir auch befüllen mit Telefonen und so weiter. Glaub, wir werden brauchen eine Wäscherei, bevor wir starten, weil ohne Gewand sind die Leute doch sehr grantig. Sehr schlecht gelaunt. Wir werden auf jeden Fall die Heizungen machen müssen. Das haben wir ja gesehen schon in vor 10 Folgen ungefähr. Irgendwann so, was passiert, wenn man die Heizung nicht hat. Noch dazu haben wir ja momentan, wobei jetzt kommt Frühling, wir könnten noch ein bisschen warten auf Sommer und dann sagen, ja scheiß drauf, wir brauchen die Heizung erst im Winter wieder. Aber was wir brauchen ist ein Gemeinschaftsraum für den Spaß einfach, der muss auch sein. Und das war's aber, glaube ich, oder? Ich meine, wir müssen unsere Küche, dürfen wir nicht vergessen, die ist nicht upgegradet für den zweiten Raum, für hier die zu versorgen noch. Weil Laden... Kapelle, Bücherei, das ist vor allem Bücherei, Laden, das sind so Sachen, die sind ein nice to have, die sind aber, glaube ich, nicht notwendig. Und sobald wir das haben, Ziel ist natürlich, da richtig Gas zu geben. Oh, Razzia, mach. Oh ja, schaut euch das an. Gleich wegmachen, das Geld ist da zum Glück.
das müsste sich noch ausgehen mit der Razzia hoffentlich. Geht natürlich, je mehr Leute wir haben, desto schneller gehen die Razzien. Und das Geld kommt schon, das geht schon. Und der nächste Gang. Naja, die wollen hier nicht bei uns bleiben. Die sind nicht glücklich bei uns. Das ist... Versteh's gar nicht. Die haben alles so schön, machen wir das für sie. Und dann sind sie so undankbare Säcke und wollen hier echt einfach flüchten. Weiß nicht, was bei denen falsch läuft. Was läuft falsch bei denen? Gut, aber schaut gut aus. Razzia fertig. Vor 7 Uhr. Alles gut. So, 1100 machen wir wieder Klos. Es gibt doch nichts Schöneres als Klos zu montieren. Wer will bitte nicht um 6 Uhr in der Früh ein Klo montieren? Könnt ihr mir jetzt alle nicht erklären, dass ihr das nicht jeder von euch gerne als Traum sich vorstellt? So, und wieder Pleite. Alles wieder ausgegeben. Und jetzt heißt es wieder warten. Warten, warten, bis hier die Nummernschilder fertig sind vor allem. Könnt ihr dabei ein bisschen zuschauen. Ich glaube, jetzt muss ich damit über 18 machen bald, wenn wir hier weiter zuschauen. Da wird gedanced am Klo, ja. Das machen wir auch, glaube ich. Macht eh jeder so, oder? Wenn man am Klo sitzt, ein bisschen hin und her dancen. Vollkommen richtig. Eine lebensnahe Simulation, definitiv. Und da ist wieder Geld. Wir können uns wieder mit Klos beschäftigen. Haben wir das jetzt schon gemacht? Ja. Das heißt... Ah, da haben wir schon. Okay, da, da und da. Jetzt müssten wir, glaube ich, alle Klos haben dann. Auch wenn das nicht notwendig ist und Geldverschwendung, aber aus Grundprinzip... Jedes Klo kriegt eine Türe. Man will ja nicht, dass irgendwer andere herumspechtelt. Spechtelt, ja. Während man da herumdanzt. Jeder will doch gerne in Privatsphäre, mit Privatsphäre tanzen. Gut, dann die Zellen wären jetzt, glaube ich, schon das nächste, oder? Ich meine, die wären jetzt ein bisschen teurer. Wie haben wir denn die eingerichtet? Wir wollen das ein bisschen gleich behalten. Also wir haben schräg gegenüber von der Türe immer das Bett und gegenüber der Türe das Klo. Das bedeutet... Und wie schaut der Kopf? Der Kopf schaut bisher immer zur Türe. Ja, okay. Dann machen wir das so. Das heißt, schräg gegenüber zur Türe. Einmal. Zweimal, die hatten wir ja noch. Und jetzt, was halt noch geht... Und das war's. Okay, dann müssen wir dann weitermachen. Das wird jetzt halt ein bisschen dauern, das ist Schritt für Schritt, aber hier wird fleißig gewerkelt. Wir können ja auch kurz einmal hier reinschauen. Ja, voll besetzt, sehr gut. Ich glaube halt nicht, dass die mehr als 15 wird es nicht bringen, weil selbst wenn alles belegt ist, wäre das 1, 2, 3, 4, 5, 6, wären das 12 und 3 müssen reichen, um das immer dumm zu tragen, glaube ich. Ich glaube, der Rest steht dann nur herum, blöd. Oh, schaut euch das an, wie hier gewerkelt wird. Das sind echt alle Bügelbretter, waren da gerade belegt. Krass, krass, krass. So, haben wir Exporte? Noch immer nicht. Wo kommen unsere Exporte? Wann kommen Exporte? Irgendwann werden die doch mal anfangen, diese ganzen tollen Nummernschilder, wenn sie es nicht eh schon mal gemacht haben. Aber ich glaube nicht, sonst hätten wir mehr Geld. Darüber zu bringen. 10. Naja, so viel sind es noch nicht. 7. 2. Da fehlt auch zum Beispiel Metall noch. Keine Ahnung, wo das wieder ist. Ob da was kommt noch mehr oder nicht. Hundehütte. Lager, Ladenregal, wirklich. Warum auch immer. Den Hunden, die Hundehütten schauen noch gut aus, hätte ich gesagt. Okay,
Okay, gut, 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 gut. Die Betten sind auch da. Dann machen wir hier weiter mit dem, was wir haben an Geld. Einmal drehen und. Oh, und aus. Oh, wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht hier alles ausgeben, weil sonst können wir uns kein Metall mehr leisten. Dann geht's. Dann gibt's einfach gar nichts. Das ist natürlich blöd. Ich meine, wir können jederzeit ein bisschen was abholzen hier unten. Sollen wir das gleich machen? Wisst ihr was? Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt, weil erstens müssen wir es ja später sowieso. Und wenn wir es jetzt schon machen, jetzt haben die Bauarbeiter gerade Zeit, solange wir kein Geld haben. Und das wäre ja dann der nächste Bereich. Das heißt, ob wir es jetzt machen oder dann, wenn wir ihn ausbauen, ist eigentlich egal. Wir müssen es sowieso machen. Und jetzt können wir dann aber das Holz, was wir rauskriegen, wird ja dann, haben wir jetzt gelernt, automatisch A verkauft und B verarbeitet. Zerschnitten. Und das ist gut. Würde ich sagen. Hier oben haben wir auch noch. Können wir auch gleich. Die auch noch weg. Die werden auch bald weichen müssen. Okay, das schaut gut aus. Sonst, glaube ich, ist jetzt hier nirgends mehr Bäumchen. Da unten halt die noch und die noch. Aber die können wir ja derweil mal lassen. Bis wir dorthin kommen. Oh, Exporte. 170, 200. Da sind ein paar Nummernschilder gewesen. Oh, da kommen noch viel mehrere. Jetzt haben die Bauarbeiter offensichtlich gerade Zeit und da kam Holz sage ich schon. Metallplatten kommen da neue an. Gut, 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 gut. Genau, das heißt aber, wir behalten uns immer ein bisschen Geld für die Metallplatten. Trotzdem. Oh, schön, komm, gib mir Geld. Gib mir Geld für die. Wann wird das gegeben, wenn die abfahren? Weg sind? Oh ja. 660. Schön. Schön, 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 schön. Okay, ich würde sagen, wir behalten uns immer ein Tausender oder so. Das müsste reichen. Ich weiß nicht, was die jetzt kosten. Aber ein Tausender müsste reichen eigentlich. So. Okay, dann müssen wir die Familien zählen. Wobei, machen wir die Klos hier, machen wir das mal fertig. Dann haben wir es auf jeden Fall. 100 ist auch viel. Was haben die für Klos? Haben die Goldklos? Gut, die sind super billig. Die können wir mal so machen. Wie machen wir das jetzt? Ziehen wir lauter gerade Linien durch? Nein, wisst ihr, was wir machen? Hey, ist ja viel prädestiniert eigentlich. Wunderherrlich, genau so. Genau, einmal. Und jetzt können wir schön hier durchziehen. So, jetzt läuft zum ersten Mal das mit dem Geld ein bisschen mit den Exporten so, wie es angedacht war. Das heißt, jetzt gibt es hier einen guten Cashflow am Tag. Also jetzt läuft das Werkel so, wie es laufen sollte. So, die haben schon alles brav abgeholzt. Kommt das? Haben Sie das jetzt alles in die Exporte geschubst? Tatsache, die legen das jetzt alles sofort diesmal in die Exporte. Da wird gar nicht mehr gesägt und nix. Ja, ist mir jetzt auch egal, passt schon. Das Schöne ist, ich weiß nicht, ich habe es ja noch nie hergezeigt, aber es gibt ja hier eine Försterei. Da, den Forstbetrieb, den könnte man jederzeit kaufen. Damit könnten wir, selbst wenn wir alles abgeholzt haben, immer noch Holz produzieren, wenn wir wollten. Also so gesehen ist das kein Problem, wenn wir jetzt unser Holz verkaufen, dann haben wir es halt jetzt nicht. Dauert zwar dann wieder, bis es da ist, aber das ist schon okay. So, 4000, da können wir wieder was machen, dann weiter geht's. Das können wir mal zuklappen. Gut, das ist eigentlich alles erledigt. Hier waren wir gerade bei den Klos. Das heißt, hier fehlt noch ein paar. Und dann sind die Zellen ja fertig, oder? Hätte ich gesagt. Das war's für die Zellen. Anschließend müssen wir sie halt jetzt noch.
Und die Heizung irgendwann. Aber gut, das ist irgendwann. Dann die Gemeinschaftszellen, hätte ich gesagt. Und ich würde fast sagen, da kopieren wir jetzt einfach mal von Inhalt her klonen. Genau so. 570. Oh, da haben wir aber die Türe woanders. Geht das dann trotzdem? Nein, das geht nicht. Okay. Das geht nicht. Dann werden wir es neu machen. Machen wir es halt. Dann ist es halt jetzt einfach anders und fertig. So, das heißt, hier ist die Türe. Dann machen wir... Ich glaube, hier haben wir das Bett gehabt sogar. Einmal das. Dann brauchen wir eine Toilette. Machen wir die... Wobei, wir brauchen ein Kinderbett. Wo ist denn das Kinderbett? Ist das hier irgendwo? Machen wir halt mal einen rein, damit wir sehen, was wir brauchen. Dann zeigt das uns nämlich jetzt hier an. So, wir brauchen das Gitterbett. Genau, das Gitterbett legen wir einfach. Irgendwie stellen wir das daneben das Bett. Hier. Warum auch nicht, genau. Dann brauchen wir eine Toilette, die kann ja hier hin. Und wir brauchen einmal einen Abfluss mit der Dusche. Die machen wir einfach dann hier hin. So. Und das müsste jetzt sein, oder? Schauen wir mal. Bett haben wir, Toilette haben wir, Gitterbett haben wir, Duschkopf haben wir. Ja. Genau. Dann lassen wir das mal bauen. Jetzt nehmen wir den aber wieder weg. Nicht, dass uns da irgendwas einzieht. Und was wir auch mal machen können... ist das da hier wieder definieren auf Orange, dass uns da hier nichts reinläuft, wo es nicht reinlaufen soll. Das heißt, das ist alles Orange, 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 Orange. Und auch die eigentlich alle Orange. Wildes Geklicker. Mach alles orange. So. Jetzt ist da alles orange. Das heißt, da sollte auch niemand mehr rein. Schwarz können wir da oben auch nichts machen. Nein, da fehlt uns. Da ist irgendwo noch nicht zugemacht. Ach so, da ist irgendwo noch nicht zugemacht. Ja, dann machen wir hier mal zu. Ein Zaun hier hin. Und ein Zaun hier hin. Hier. Oder haben wir das überhaupt da oben? Nein, den haben wir nirgends, diese Außending. Okay, dann müssen wir diesen einen Zaun hier gar nicht machen. Tu den weg. Den wollen wir doch nicht, aber den wollen wir. Okay. Okay. Das schaut doch gut aus. Machen wir ein bisschen langsamer und machen jetzt hier weiter. Das heißt, die Betten haben wir, dann... Ach hey, jetzt sieht man das schon wieder nicht. Gitterbett. Dann, da, da, da. Hallo? Und hier unten können wir es ja auch gleich dazu machen, parallel. Machen wir gleich alle. Da geht das Geld nur so weg. Dann haben wir hier die Betten noch. Und was haben wir hier jetzt noch? Die Toiletten, genau. Falls ihr jetzt übrigens Flugzeuggeräusche hört, während ich da rede, tut mir das ein bisschen leid. Sie fliegen heute wieder tief bei uns. Ich höre sie nämlich ein bisschen durch meinen Kopfhörer gerade. Der Nachteil, wenn man in der Nähe vom Flughafen wohnt. Nicht das eine. Mich zumindest stört es zumindest nicht. Aber ich glaube, dass da viele sehr... heikel sind auf so
Lautstärke von Flugzeugen. Wird es euch denn stören? Also, wie gesagt, ich weiß, dass es Leute gibt, die das sehr stört. Mir ist es eigentlich egal. Zumindest, sagen wir es mal so, zumindest für das erste Jahr jetzt fast, bald, wo ich hier wohne. Gut. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Dann, Bauarbeiter. Da ist noch so viel zu erledigen. Tut's mal. Wir kriegen jetzt, glaube ich, mehr Geld gefühlt gerade, als wir verbauen können. Das ist eh gut. Und hier warten sie an den Türen die ganze Zeit. Ja, ich meine, da ist noch ein guter Puffer. Das sollte noch reichen. Wir können auch mal ein bisschen mithelfen. Und was wir auch noch mal... Na, ihr wisst ja was, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar, wir machen... diese Türe offen. Und genauso... Oh, stopp, 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 langsam. Was geht? Oh, nein, 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 nein. Oh, oh. Halt. Oh, oh, das wird teuer. Oh, oh, das wird teuer. Feuerwehr. Einmal. Zweimal. Oh, oh. Oh oh. Die Medien haben sich einem anderen Thema zugewandt und das Gesetz ist das Handelbänke. Okay, das heißt, wir dürfen die Handelbänke auch wieder haben. Okay. Aber wir werden die jetzt nicht planen, weil wir hier reparieren müssen und neu kaufen müssen vielleicht. Wo ist unsere Feuerwehr? Da kommt sie. So, ich glaube, das waren die ersten, die wir platziert haben. Dann gleich mal hier rein. Und die zweiten eigentlich auch hier rein. Okay, das ist super laut. Das Gute ist, dass hier jetzt gerade nichts abbrennen kann daneben. So, das sollten die ja wohl schaffen, jetzt wo sie da stehen. Wir können ja die zweiten, können wir auch jetzt noch hinten da, so mal. Dann werden sie von zwei, wird das Feuer von zwei Seiten eingesprüht. Okay. Alles klar, einmal nach Hause und nochmal nach Hause und hier reparieren. Wird das alles? Ja, das wird noch repariert. Aber die Versorgung ist, glaube ich, na, die ist auch nicht kaputt. Das sollte auch klappen. Wenn das dann wieder repariert ist, müsste das klappen. Was machen die? Arbeitet. Wieso gehen die hier raus? Die dürfen hier nicht hin. Was ist hier? Achso, doch, die dürfen hier hin. Die dürfen ja hier hin gerade. Es ist blöd. Eigentlich will ich das ja nicht. Genau das will ich nämlich nicht, dass die hier durchlaufen. Die sind jetzt irgendwo hier rüber gelaufen, glaube ich. Das sollten sie eigentlich nicht dürfen. Was auch immer die gemacht haben, die haben vielleicht geputzt jetzt hier draußen. Das kann gut sein. So, Bauarbeiter, reparieren bitte. Dringend. Ich meine, die haben jetzt natürlich viel zu tun, trotz allem hier überall. Das ist ja alles noch in Auftrag. Und derweil wird unsere Küche hier jetzt ein bisschen leiden. Das heißt, das Essen wird es jetzt nicht, wird es nicht viel Essen geben, während die hier werken, die Bauarbeiter noch, und noch nicht repariert haben. Weil wir halt jetzt nur noch 1, 2, 3, 4 Herde haben, die, glaube ich, funktionieren. Und da geht unser Geld runter. Das Reparieren kostet nämlich, glaube ich, auch Geld, wenn ich mich nicht täusche.
gut, ein bisschen was kommt da. Jetzt hat man es wieder gesehen. Reparieren 500. Also da geht das Geld mit dem Reparieren jetzt richtig weg. Exporte. Jetzt scheint es einmal zu klappen und da wird repariert, okay. Und Trümmer weggeräumt. Und der nächste, das nächste. Sehr gut. So, der müsste jetzt gleich wieder Strom kriegen, hoffentlich. Oder? Oder müssen wir hier nochmal Strom drüberlegen? Ist da jetzt irgendwie drunter was kaputt gegangen an Strom? Ich meine, können wir ja mal machen, zur Sicherheit. Weil er zieht zumindest Geld für Stromkabel ab, also ja, vielleicht muss man da wirklich drunter Stromkabel liegen haben und die sind nur beim Bauen, werden die gebaut automatisch. Und wenn es halt verbrannt ist, dann muss man es neu bauen, das kann gut sein. Der Herd hat auch keins, habe ich jetzt vergessen. Glaube ich. Ich glaube, ich habe nur die Kühlschränke gezogen. Ja, ja, genau. Jetzt, wo sie Stromkabel legen, schaut das wieder. Jetzt passt wieder alles. So, was ist hier? Kühlschrank, Spüle. Herd. Aber das ist doch nicht der Herd. Oder? Das ist die Küche. Aber die Küche hat doch Kühlschränke und Spülen. Da sind uns auf jeden Fall Wände kaputt gegangen. Aber gut, das ist derweil nicht so wichtig. Hier können wir die Leitungen mal legen. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gebaut. Na gut, ist halt so. Da fehlt uns ein Duschkopf. Ist der noch im Bau? Oder habe ich den vergessen? Den habe ich offensichtlich vergessen. Auch gut. Hallo? Nee, ich habe ihn doch nicht. In Bearbeitung. Habe ich nicht vergessen. Gut, dann können wir die Rohre trotzdem mal machen. Da kommt er. Die kleinen Rohre kosten ja zum Glück nichts. Fast nichts. Okay, so damit sollte das alles erledigt sein. Wir haben vielleicht zu wenig Bauarbeiter. Ich meine, eigentlich haben wir nicht zu wenig mit 15, das muss schon reichen. Aber immerhin, es geht ja nicht so richtig schnell voran. Das könnte schneller gehen. 74, ja komm, geben wir dir nochmal. Oh, 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 ein Tunnel. Oh, will da jemand ausbrechen? Zwei Tunnel, drei Tunnel. Da. Oh, 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 oh. Oh, sie haben ihn aber gefunden. Schaut euch das an, Frechdachs, der da ist. Aber es ist eh gerade, naja, 5 Uhr in der Früh, habe ich schon wieder verpennt, wie immer. Sollen wir es trotzdem noch probieren? Ja, gut, okay, wir haben ja noch 2 Stunden. Warum auch nicht? Probieren wir es die 2 Stunden wieder mal. Bis um 7. Können wir ja. So, hier wird fleißig gebaut. Da können wir jetzt, kommt jetzt keiner, weil die alle suchen. Dann machen wir mal hier auf, manuell. Ups, jetzt habe ich das gelöscht. Das wollte ich nicht. Das war das da. Oh, war da jetzt noch eins, was ich nicht hatte? Tatsache. Ich sollte aufhören, da wie wild herum. Oh. Da. Da hat es doch tatsächlich nochmal jemand. Oh, und es ist 7. Das heißt, ja. Das lassen wir jetzt. Gut sein. Die Razzia. Immerhin den einen haben wir noch gefunden. Müssen wir dann nächste Nacht auf jeden Fall wieder eine ganze durchlaufen lassen. Nicht, dass uns da irgendwer ausbricht.
Gut, okay, das sollten Sie alles machen noch. Geld haben wir jetzt gut. Das heißt, jetzt scheitert es eigentlich nur an den Bauarbeitern. Aber okay, das wird schon noch. Wir brauchen ja eh für die Fundamente dann richtig dick Geld. Und ja, im Schnelldurchlauf geht das schon. Gut, meine Lieben, heute pünktlich. Fast pünktlich. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir machen hier natürlich nächstes Mal weiter. Bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Ich glaube, ihr könnt es genauso wenig erwarten wie ich, dass wir hier anfangen können. Aber ich tue so schnell es geht. Ja, hoffentlich, vielleicht schaffen wir es das nächste Mal. Zumindest hier ein bisschen was die Basic-Sachen. Wie gesagt, wir werden dann Hof noch ein bisschen ausstatten und die anderen zwei Sachen, Unterhaltungszimmer, Gemeinschaftszimmer und Wäscherei mal machen. Und dann hoffentlich schauen, dass es losgeht. Gut, wie immer hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und wünsche euch wie immer am Ende alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.